In den kommenden 2 Minuten begegnen sie Finn und Florin. Die beiden sind voll im Entdeckermodus. Dada. Ja, mit rot und das hässlich. Wie sie sollen alle Kinder vom ersten Lebensjahr an in ihrer Sprachentwicklung unterstützt werden. Da ist Antli und der Fisch. Jetzt hast du Büsi. Das Büsi macht Miau. Miau, ganz, ganz viel. Bücher spielen dabei eine wichtige Rolle. Denn wir wissen, wer mit Büchern und Geschichten aufwächst, hat bessere Startchancen in der Welt des Wissens. Buchstart gibt es, damit Kinder schon ganz früh in Kontakt mit Büchern kommen. Buchstart macht es Eltern leicht, ganz früh im Leben ihres Kindes mit dem Vorlesen anzufangen. Das Buchgeschenk ist der Türöffner dazu. Guck mal, guck mal, da ist das Auto. Aus neurologischer Sicht trägt Vorlesen ganz entscheidend zur Entwicklung des Kindes bei. Die Hirnnetzwerke werden stimuliert, die kognitive Entwicklung wird gefördert, Empathie wird geweckt, der Spracherwerb wird beschleunigt, die Bindung zwischen Kind und Eltern wird gestärkt, die Konzentrationsfähigkeit beim Kind wird verbessert. Viele Vorteile, die aus der einfachen Geste des Vorlesens entstehen. Das ist die Älteste. Das Schneckli. Und Vorlesen ist nicht nur höchst sinnvoll, es macht auch richtig viel Freude. Ja, Buchstart fördert den unverkrampften Zugang zu Sprache und zu den schönen Momenten, die zwischen Menschen entstehen, die sich gern haben und sich etwas erzählen. Deshalb darf jede und jeder in der eigenen Sprache vorlesen. Am besten regelmäßig, vielleicht sogar täglich und seien es nur 5 Minuten. Wer ist echt das da? So gross, gell? So grosse Tiere, genau. Denn Bücher sind nicht nur sinnvoll für die Entwicklung des Kindes, sie erschließen ganze Welten.